Sie sind jung, sie sind begabt und sie haben das Ticket nach Rio gelöst. Dieses Team wird für die Paralympics-Zeitung von den Sommerspielen 2016 berichten. Jeder einzelne von ihnen ein Sieger, ausgewählt im internationalen Schreibwettbewerb der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Also wir hatten eine tolle Resonanz, wir haben mehrere hundert Zuschriften bekommen. Es gab eine harte Auswahl und ich glaube, wir haben ja ein absolut super Team zusammen. Und jetzt freuen wir uns darauf, die richtig vorzubereiten auf die Paralympics nächstes Jahr in Rio. Das heißt, 3 Tage Reporter-Crashkurs. Beim Projektpartner Berliner Tagesspiegel gibt es den nötigen Feinschliff von erfahrenen Journalisten. Recherchieren, Interviews führen und Texten lernen von den Profis. Die Athleten zu erleben, ihren Umgang mit der Behinderung, in der aber dann nicht die Behinderung mehr im Vordergrund steht, sondern die großartige Leistung, die sie dort absolvieren. Mich begeistert Sport und mich begeistert Journalismus und ich möchte gerne mal live dabei sein bei so einem großen Ereignis. 4 Stunden Schlaf, 3 Wochen lang, das ist sicherlich hart, aber da habe ich echt Bock drauf. Neben dem Schnelldurchgang zum Reporter bekommen die Nachwuchsredakteure auch medizinische Einblicke am Unfallkrankenhaus Berlin. Sport spielt hier eine zentrale Rolle. Er stärkt Körper und Geist und verbindet. Ohne Behindertensport gibt es keine Inklusion. Und wie vermittelt man Behindertensport? Über Medien. Und was ist immer noch das beste Medium, auch wenn man Dinge nachvollziehen will? Printbereiche. Und daher haben wir die Paralympics Post, die Paralympics-Zeitung geschaffen. Sie ist ein mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil. In einer Auflage von über 1 Million in Deutschland schafft sie so viel Information von der paralympischen Veranstaltungsstätte, wie wir es früher nie gehabt haben. Im September 2016 werden Sie, die Nachwuchsredakteure, von den Spielen aus Rio de Janeiro berichten. Beim Empfang in der brasilianischen Botschaft in Berlin, Erfahrungsaustausch mit Reportern, die bereits in London dabei waren. Es ist viel harte Arbeit, viele lange Nächte und man muss viel herumlaufen. Aber am Ende ist es all das wert. Es ist eine lohnende Erfahrung, wenn du die fertige Zeitung in den Händen hältst mit deinem Namen unter dem Artikel. Nach den stimmungsvollen Paralympics von London hoffen viele auf eine Neuauflage in Rio 2016. Die Vorfreude aufs Gänsehautfeeling unter dem Zuckerhut ist an diesem Abend schon zu spüren.